Musiktheorie Crashkurs Teil 2. Heute schauen wir uns an, wie man aus Skalen Akkorde macht. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir gucken uns heute an, nochmal die Durtonleiter, aber vor allem, was dort harmonisch passiert, weil die Frage war ja noch offen beim letzten Mal, was ist jetzt mit Akkorden? Wie entstehen Akkorde? Woher weiß ich, welche Akkorde dazu gehören? Und dann, aufgrund deines speziellen Interesses, gucken wir uns dann Moll an. Und dann, vielleicht kommen wir auch so weit, dass wir sagen, so, was hat jetzt Moll und Dur miteinander zu tun? Haben die überhaupt irgendein Verwandtschaftsverhältnis oder sind die völlig fremd und unterschiedlich? Das werden wir heute rausfinden, okay? Dann kommen wir jetzt zu Akkorden. So, was ist ein Akkord? Ein Ton, der aus mehreren Tönen besteht. Das klingt auch interessant. Du hast im Prinzip recht. Vom Akkord spricht man, wenn, also die richtige Definition ist, wenn mindestens drei verschiedene Töne zur gleichen Zeit erklingen. So, die Definition ist nicht wichtig, ob du das weißt. Ja? Denn nach dieser Definition, da steht drei verschiedene. Das bedeutet, du darfst nicht dreimal das E spielen. Also du kannst jetzt nicht tiefe E-Seite, hohe E-Seite und Mittelseite noch ein E und die alle anzupfen. Das ist kein, das gilt offiziell nicht als Akkord. Ja, also wenn du einfach machst, gilt nicht als Akkord. Weißt du, das ist derselbe Ton, ist dreimal E. Und selbst unser geliebter Powerchord, ja, E, H, E, würde nach dieser Definition nicht als Akkord gelten, weil es sind nur zwei verschiedene Töne. Wir müssen uns nicht um so eine alte Definition streiten, ob das nun richtig ist, weil es gibt auch Leute, die sagen, der Beginn der Harmonik beginnt schon bei zwei Tönen, weil dann entsteht ja schon dieser Eindruck, dass irgendwie eine Harmonie aufgebaut ist. Aber da kann man sich jetzt streiten, ist für uns nicht wichtig. Wir haben jetzt die klassische Definition, nehmen wir erstmal so hin. Zwei Töne sind kein verminderter Akkord, sondern zwei Töne sind einfach ein Intervall. Intervall heißt Abstand. Das kommt daher, da man sagt, bei zwei Tönen kannst du eigentlich noch nicht genau sagen, oder dein Ohr, dein Gehirn kann noch nicht genau sagen, was es eigentlich sein soll. Also wenn ich dich jetzt frage, zum Beispiel, warte, lass mich kurz überlegen. Ich frage dich, ist das hier Dur oder Moll? Was würdest du sagen? Eigentlich kann man das nicht sagen. Es könnte sein, je nachdem, was du vorher gehört hast. Ach, das ist doch Dur, eindeutig, höre ich doch. Aber wenn was anderes vorher kommt, dann ist Moll. Je nachdem, was du hörst, ja. Und deshalb sagt man, ab drei Töne wird's, ich könnte sagen, vielleicht ist auch der Klang. Vielleicht ist es aber auch. Jetzt hörst du es ganz anders. Ah, ist doch weder Dur noch Moll. So. Man sagt, ab drei Tönen, ich stelle mir das immer so vor, vielleicht guckst du manchmal so Krimis, wo die dann so die Handyortung machen, dann brauchen die drei Masten, die das Handy bekommt und dann können die, das nennt man triangulieren, von drei Positionen können die dann die Position des Handys bestimmen. Und so stelle ich mir das vor mit unserem Gehör, okay, wir haben einen Ton, wir haben noch einen Ton, aber es ist noch nicht eindeutig. Aber wenn der dritte dazu kommt, ich weiß, es hört sich an wie Dur, ja. Drei Töne sind gut, zwei Töne reichen nicht. So, das sind unsere drei Töne. Drei verschiedene Töne brauchen wir. Und jetzt die Frage, welche drei Töne? Also mindestens drei, es können natürlich auch mehr als drei sein, ist klar. Ja? Gibt ja noch große Akkorde, also du kannst auf dem Klavier quasi mit all deinen 10 Fingern zehn verschiedene Töne drücken und dann ist es auch ein Akkord. Und die haben auch alle Namen. Was uns jetzt interessiert am Anfang ist der sogenannte Dreiklang. Was denkst du, was ein Dreiklang ist? Exakt, Dreiklang ist einfach ein Akkord mit drei verschiedenen Tönen, mit exakt drei. Ja? Und was die meisten Leute meinen, wenn sie vom Dreiklang reden, von dem Dreiklang, so, das ist das, wie man es in der Schule lernt, das ist sozusagen dieser Dur-Dreiklang, der in Verbindung steht mit der Dur-Tonleiter. Und das, da sagt man, das ist der erste, der dritte und der fünfte Ton der Tonleiter. Erste, der dritte und der fünfte Ton. Ich schreibe das auch auf. Das ist der Dreiklang. Ich kann das auf der Gitarre schlecht machen,
Aber wenn man jetzt so eine Tonleiter, wenn man alle Töne hintereinander spielt, mal sehen, ob ich das irgendwie, erst auf der Gitarre, es ist schwer, das umzusetzen. C, D, E, F, ich versuche mal hier so. Das ist jetzt C, D, E, F. Mehr Töne kriege ich nicht bei der Gitarre, aber auf dem Klavier könntest du machen, musst einfach hier deine Hand auf die weißen Tasten legen. Das klingt nicht gut. Wenn man die Tonleiter, da sind die Tonabstände so eng, wenn du die einfach hintereinander spielst und als Akkord spielst. Ich meine, das findet bestimmt irgendjemand cool, der Jazz macht, ja? Man kann da schon Musik mitmachen, aber jetzt quasi muss ich vorstellen, früher, zu konservativeren Zeiten, als es noch kein Jazz gab, haben wir gesagt, das geht nicht. So ein Akkord hier können wir nicht gebrauchen. Ja? Zu hässlich. Man hat aber herausgefunden, okay, ich kann aber, wenn ich immer einen auslasse, also wenn ich nicht die alle direkt nacheinander spiele, sondern spiele den ersten, aber lasse beim zweiten eine Lücke und spiele dann den dritten und lasse dann wieder eine Lücke und spiele den fünften. Wenn ich das mache, das ist C-E-G. Ah, das klingt gut, das mögen unsere Ohren, ne? Und das ist dieser Dreiklang, wie er normalerweise unterrichtet wird, nämlich ist der erste, dritte und fünfte Ton der Tonleiter. Und das klingt gut, fertig, basta. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu diesen super fancy Fachwörtern, die Leute gern benutzen, Quinte und Terz und so. Denn das sage ich auch immer allen, das heißt nichts anderes, wir hatten das schon bei der Quinte. Quinte heißt einfach der fünfte Ton. Terz heißt einfach der dritte. Mehr heißt das nicht. Das heißt, wenn jemand Terz sagt, spiel mal die Terz von der und der Tonleiter, sagt er eigentlich, spiel mal diesen und jenen Ton, also den dritten Ton der Tonleiter. Je nachdem, welche Tonleiter, und dazu kommen wir später, man kann Terz noch anders verwenden, nämlich als Abstand zum Messen, aber da kommen wir hin. Jetzt für den Stand, wo wir jetzt sind, Terz heißt einfach der dritte Ton der Tonleiter und Quinte heißt einfach der fünfte. Und was uns das hilft, ist nämlich, wenn es immer heißt, ja, ein Akkord besteht aus Grundton, Terz und Quinte. Das heißt nichts anderes als der erste, dritte und fünfte Ton. Und das Coole ist, das kannst du mit fast jeder Tonleiter machen. Also meistens, wenn sie 7 Töne hat, bei kleineren oder sehr engen Tonleitern, wie jetzt bei der chromatischen Tonleiter, klappt das nicht. Da kannst du nicht den ersten, dritten und fünften nehmen und dann kommt ein schöner Akkord raus. So, bei den normalen, in Anführungszeichen, Tonleitern, kannst du eine Moll-Tonleiter nehmen, harmonisch Moll, melodisch Moll, ja, kannst du alles nehmen. Was auch immer du noch für Tonleitern findest und entdeckst oder dir selber baust, ja, kannst du einfach aus den 12 Tönen ja, irgendwelche Abstände bilden. Diese Formel, Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Halbton, du kannst es ja auch einfach vertauschen. Was passiert? Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Ganzton. Baust du dir selber zusammen, kommt eine neue Tonleiter raus, dann hast du einen neuen Sound. Und dann, wenn du dich fragst, oh, was passt denn da jetzt für einen Akkord dazu, dann nimmst du den ersten, dritten und fünften Ton und dann hast du deinen Akkord. Und dann hast du nämlich Grundton und Quinte und Terz benutzt. Und jetzt nehmen wir mal so eine Tonleiter, die wir da oben gebildet haben. Darfst dir eine aussuchen, außer C-Dur? Okay, nehmen wir A-Dur. Okay, dann schauen wir uns das mal an, am Beispiel von A-Dur. Hier sind die Töne von A-Dur. Und jetzt sag mir mal den Dreiklang, Grundton, Terz und Quinte, von A-Dur. Du siehst ja die A-Dur-Tonleiter vor dir und jetzt brauchst du quasi nur abzählen. Da kommt raus A, Cis, E. Wir hatten vorher unsere A-Dur-Tonleiter gebildet. A, B, Cis, D, E, Fis, Gis, A. Und jetzt haben wir einfach den ersten, dritten und fünften genommen. A, Cis, E, und wir hören uns das jetzt an. Ich spiele das mal. Spiele ein A, spiele ein Cis, spiele ein E, A-Dur. Und die Sache mit diesem Dreiklang ist, egal in welcher Reihenfolge du diese drei Töne jetzt spielst, das Ding heißt immer A-Dur. Genau, bleibt immer gleich. Also du kannst auch sagen, was passiert, wenn ich Cis, E und A spiele? Okay, spielen wir Cis, E und A. Ist immer noch A-Dur. Es klingt natürlich ein kleines bisschen anders, aber es passt immer noch zum Song. Es ist derselbe Grundsound sozusagen, dieselbe Farbe. Also ich stelle mir Harmonien immer so vor wie ein Scheinwerferlicht. Das A-Dur hat jetzt, gut, es strahlt in einer bestimmten Farbe und das kann ein bisschen heller, ein bisschen dunkler sein oder so ein bisschen variieren, aber es bleibt rot oder gelb oder orange oder was auch immer. Es ist nicht plötzlich grün. Ja? Es ist nicht plötzlich, dass ich spiele. Oh, das ist eine andere Farbe. Jetzt hat einer einen blauen Scheinwerfer angemacht. Das ist komplett anders. So muss ich das vorstellen. Und wie gesagt, jede Reihenfolge, was weiß ich, Cis-A-E ist immer noch mein A-Dur.
Und rein theoretisch könntest du einen ganzen Chor nehmen und dann wahllos sagen, du singst A, du singst Cis, du singst E, du singst A, du singst, vollkommen egal. Und wenn die dann alle zusammen singen, bam, erstrahlt irgendein A-Dur. Denn das ist die nächste Regel. Die dürfen auch so oft vorkommen, wie sie wollen. Also du musst nicht nur drei Töne haben, dann ist es zwar streng genommen kein Dreiklang mehr, sondern dann ist es ein Akkord. Aber der besteht dann aus mindestens drei verschiedenen Tönen und dafür kommen aber ganz viele doppelt vor. Und das ist das, was wir auf der Gitarre machen, wenn wir so ein A-Dur spielen. Dann haben wir nämlich, ich sagte mal die Töne, A, E, A, Cis, E, A. Das ist kein anderer dabei, es sind immer nur diese. Wenn du einen anderen dazufügst, dann hast du automatisch einen anderen Akkord. Ist auch ein anderer Sound plötzlich, ich habe ein G dazugefügt. Das ist unser A-Dur. Ja, das kennen wir. Ein Ton dazugefügt, anderer Sound, heißt jetzt A9. Ist für uns noch nicht so wichtig. Wir brauchen erstmal, okay, A-Dur, das sind die zwei Sachen, die du merken musst. Erster, dritter, fünfter Ton. Du darfst sie in jeder beliebigen Reihenfolge spielen. Du darfst sie so oft doppeln und verteilen, wo du willst. Und dreifach, vierfach, fünffach spielen. Solange du bei diesen drei Tönen bleibst, Grund und Terz, Quinte, also erster, dritter, fünfter, ist immer A-Dur. Gute Frage. Was passiert, wenn du den ersten, vierten und sechsten spielst? Das ist natürlich auch ein Dreiklang. Aber das ist dann ein anderer Akkord. Also es ist nicht mehr A-Dur, sondern du hast dann was anderes gemacht. Und das ist jetzt genau das Thema. Gut, dass du es ansprichst. Du hast nämlich genau den richtigen Instinkt gehabt. Nun kann ich ja aber auch andere Töne aus derselben Tonleiter wählen. Ja? Wir haben uns jetzt auf den ersten, dritten und fünften spezialisiert. Und rein theoretisch kannst du jede Mischung nehmen, die du willst. Aber lass uns mal anfangen, diese Idee fortzusetzen. Wir haben jetzt den ersten, dritten, fünften gespielt. Wir haben immer einen übersprungen. Was ist denn, wenn ich das vom zweiten Ton aus mache? Also nicht vom ersten Ton, den ersten, dritten und fünften, sondern ich gehe auf den zweiten Ton und überspringe jetzt jeweils einen. Ich zeige dir nochmal unsere A-Dur-Tonleiter und du sagst mir jetzt, wie diese Töne heißen, die da auf jetzt quasi, vom der Musiker sagt von der Stufe 2, von der zweiten Stufe, vom zweiten Ton aus, wie die Töne heißen, wenn du jetzt immer einen überspringst. So, da kommt jetzt raus B, D, Fis. Das spiele ich dir jetzt mal vor, dass du das mal hörst. Okay, jetzt sind wir gespannt. Was kommt jetzt für ein Sound? Was kommt jetzt für ein Sound? Ich spiele es vor. Richtig, jetzt haben wir einen Moll-Akkord. Was ist passiert? Jetzt lass uns das mal rausfinden. Okay, jetzt brauchen wir wieder unsere Halbtöne. Jetzt haben wir, okay, wir haben hier was gemacht. Also die Idee ist gut und da kannst du auch sozusagen selber weiterforschen, was passiert, wenn ich das überspringe. Und ich finde das eigentlich auch die coolste Herangehensweise, wenn du dich da selber so ein bisschen wie so ein Erforscher, ich meine, du kannst alles vorgeben, du kannst dicke Bücher über Musiktheorie kaufen, aber eigentlich der Spaß ist ja, das zu erforschen, wie so ein Kind zu sagen, was passiert denn, wenn ich hier und hier drücke? Also ich weiß, ich hatte früher mal so ein Keyboard-Geschenk gekriegt, war noch lange, bevor ich Gitarre gespielt habe. Und ich habe einfach irgendwo gedrückt und geguckt, bis was Schönes rauskam. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben in Punkten. Also wo habe ich gedrückt? Ich habe mir das Klavier abgemalt und dann die Punkte da drauf. Einfach um zu gucken. Und dann habe ich diese Dinge zusammengesetzt in der Reihenfolge und dann war das mein Lied oder so. Also das macht ja eigentlich Spaß. Ja? Wir können das jetzt aber mit dem theoretischen Wissen, was wir bis jetzt haben, können wir das unterscheiden. Okay, warum kam da jetzt was anderes raus? Wir gucken uns das an. Und zwar brauchen wir jetzt unseren Halbtonschritt als Messeinheit. Wir rechnen mal den Abstand von A zu Cis in Halbtonschritten aus. Zähle mal, A zählt noch nicht als Halbtonschritt, das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt zähle mal bis zum Cis, wie viele Halbtonschritte das sind. Die Antwort ist 4. Wir gehen fangen beim A an, gehen zum A-Is, gehen zum B, gehen zum C und sind dann beim Cis. Sind 4 Schritte, die wir gehen müssen. Ne? Jetzt möchte ich noch, dass du den Abstand zählst vom Cis zum E. Richtig, jetzt haben wir 3. Wir fangen beim Cis an, kommen zum D, kommen zum Dis, sind beim E. Sind wir nur bei 3 Schritte. Jetzt haben wir 3. So, und das ist jetzt die Lektion. 4 plus 3 Halbtonschritte ist der Dur-Dreiklang. Wann immer du das machst, kommt ein Dur-Dreiklang raus. Du kannst den nicht nur von der Dur-Tonleiter ableiten, erster, dritter, fünfter Ton, sondern du könntest auch irgendwo anfangen, sagen wir mal beim E, und dann zählst du deine 4, F, Fis, G, Gis. Aha, Gis ist dann die Terz, der dritte Ton. Und jetzt nochmal vom Gis, A, A ist B, E, Gis, B, ah, das ist E-Dur. Das sind die Töne von E-Dur. Du brauchst nicht immer die Dur-Tonleiter, sondern du kannst auch direkt mit dieser, das ist jetzt eine neue Formel, 4 plus 3 Halbtonschritte ergibt einen Dur-Dreiklang. Okay, cool.
Das haben wir. Jetzt machen wir das Gleiche für unsere zweite Stufe. Wir haben ja festgestellt, okay, BD-FIS. Jetzt vermessen wir das mal genauso. Von B zu D. Wie viele Halbtonschritte sind das? Korrekt. Von B geht's zu C, zu Cis, zu D sind 3 Schritte. Als nächstes von D zu FIS. Also, Katze. Also haben wir jetzt 3 plus 4 Halbtonschritte sind ein Moll-Dreiklang. 4 plus 3 Halbtonschritte ist ein Dur-Dreiklang. 3 plus 4 ist ein Moll-Dreiklang. Jetzt pass auf, 4 plus 3 ist 7. 3 plus 4 ist auch 7. Das heißt, der erste Ton in so einem Dreiklang, egal ob Dur oder Moll, wäre derselbe und der letzte auch, vom Abstand her. Der einzige Ton, der sich verändert, ist der in der Mitte. Weil wenn ich 4 Halbtonschritte plus 3 gehe, ist der hintere Ton, die Quinte, ist derselbe Abstand. Ob ich nur 3 plus 4 oder 4 plus 3 gehe, hinten kommt derselbe Ton raus. Der in der Mitte ändert sich. Und der in der Mitte ist bei Moll ein Halbton weniger. Weil der ist nicht 4 Halbtonschritte plus 3, sondern der ist 3 Halbtonschritte und dann 4. Genau, du hast gerade richtig gesagt, wenn du A-Dur hast, wir haben vorher gesagt, A-Dur ist A-Cis-E, die Mitte muss ein Halbton weniger, dann ist es Moll. Das heißt, A-C-E ist gleich Moll. Und das ist jetzt super entscheidend. Du hast es super richtig erkannt, der Unterschied zwischen Dur und Moll ist ein Ton, nämlich der in der Mitte. Und das weißt du eigentlich auch, wenn du dir mal überlegst, wie geht ein E-Dur? Und wie geht E-Moll? Ach, ein weniger. Ändert sich ein Ton. Übrigens auch A-Dur, der Ton auf der H-Seite, der verschiebt sich jetzt, der wird jetzt einen tiefer, zack, wird er Moll. Du musst natürlich noch wissen, wenn du das auf dem Griffbrett machen willst, welcher von den Tonen ist denn jetzt dieser, der sich verändert oder so. Das, ja. Aber von der Idee her, D-Dur, der auf der E-Seite, der muss einen tiefer, D-Moll. Es verändert sich ein Ton. Und jetzt kommen wir zu dem Phänomen, wo auch viele Probleme haben. Was ist denn das jetzt mit großer und kleiner Terz? Genau das. Deshalb gibt's diese Wörter große und kleine Terz. Weil das eine ist die Dur-Terz und das andere ist die Moll-Terz. Das eine ist 4 Halbtonschritte und das andere ist 3 Halbtonschritte. Richtig, die Moll-Terz ist die kleine Terz und die Dur-Terz ist die große Terz. Und warum gibt es keine große und kleine Quinte? Na, weil da gibt es kein Dur und Moll. Es gibt übrigens Akkorde. Ich muss es einwenden, sonst kriege ich wieder komische YouTube-Kommentare. Es gibt natürlich Akkorde, wo sich auch die Quinte verändert. Aber jetzt so in dieser Entwicklung, die wir zwei, was wir jetzt gerade machen, wir laufen quasi diese Entdeckungsreise durch. Wenn wir jetzt bis hierhin sind, dann gibt es für uns erstmal nur, krass, die Quinte ist immer dieselbe und nur in der Mitte verändert sich was. Deshalb müssen wir das jetzt groß und klein nennen. Das Wort Terz reicht jetzt nicht mehr aus, weil du kennst jetzt schon 2 Terzen. Deshalb, wenn ich jetzt sage, spiel mal die Terz, dann kannst du mich fragen, ja welche denn? Soll ich die mit 4 Halbtonschritten oder die mit 3, die für Dur oder für Moll machen? Und deshalb brauchen wir ein anderes Wort. Die Quinte müssen wir nicht verändern. Du brauchst, so weit wie wir jetzt sind in der Musiktheorie, wir brauchen kein anderes Wort für Quinte. Deshalb sagen wir immer nur Quinte und niemals große und kleine Quinte, weil wir haben nur das. Und wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das ganze Wahrheit ist. Deine Hausaufgabe wird sein, die restlichen Stufen selber zu erforschen. Wir haben jetzt die erste gemacht, wir haben die zweite gemacht und du guckst dir, ich habe alles aufgeschrieben, du guckst jetzt die dritte Stufe an vom Cis, schreib das ruhig auf das Blatt, druck dir das aus oder nimm ein extra Blatt, guckst dir an, okay, ich überspringe noch einen und dann zählst du die Abstände dazwischen und dann weißt du, ob das ein Dur- oder Moll-Akkord. Und ich gebe dir schon den Hinweis, ein Akkord wird komplett anders sein. Es gibt nämlich noch einen dritten, der da drin vorkommt, neben Dur und Moll. Aber da wirst du selber drauf stoßen, okay? Es war halt sehr theoretisch, aber wir sind bald am Ende von dieser Theorie. Ich wollte nur manchmal sagen, ich wollte doch auch mal was spielen oder so, aber jetzt, wir haben jetzt so viel bearbeitet und geschafft auch, was du auch verstanden hast, ja, das ist super. Ich danke dir, dass du das sagst. Ich sehe das nämlich ähnlich, dass wenn man sich einfach so ein Musiktheoriebuch kauft, selbst egal, wie gut das versucht worden ist zu schreiben, ich habe immer den Eindruck, wenn du da nicht schon was weißt oder so, dann kommst du da nicht ran. Das fängt nie wirklich bei absolut null an. Also es gibt bestimmt solche Bücher, vielleicht habe ich die auch einfach noch nie gesehen oder so. Aber das war auch immer mein Problem. Und deshalb erkläre ich das genau so, wie ich es erkläre. Ich rede nicht gleich von großer und kleiner Terz. Und ich benutze auch nicht das Wort Terz, bevor ich es nicht erklärt habe, dass es der dritte Ton heißt. Und ich versuche nicht schon besonders schlau zu wirken, indem ich Wörter benutze, die der Schüler noch nicht versteht, sondern indem ich sage, wir reden so einfach wie möglich. Und wenn wir dann mal
in diese einfache Sprache dadurch vereinfachen können, indem wir dann anstatt der dritte Ton ein kürzeres Wort sagen können. Terz, wir nennen das jetzt immer Terz, wenn wir der dritte Ton sagen. Dann haben wir das eingeführt und dann verstehen wir auch, was wir davon meinen. Und auch jetzt große, kleine Terz. Naja, ja, jetzt ist doch klar. Das eine war 4, das andere war 3. Das ergibt jetzt viel mehr Sinn und das wird nicht vorher. Ist jetzt, passt jetzt nicht zu dem, was wir gemacht haben, aber auch zu diesem Thema Theoriebücher. In ganz vielen Theoriebüchern wird zum Beispiel ein physikalisches Phänomen, gleich am Anfang, du schlägst das auf und dann geht es um die sogenannte Obertonreihe und dann wird da was mit Frequenzen. Und ich habe mir schon früher gedacht, warum? Also wenn ich jetzt Musiktheorie lernen will, ich verstehe heute warum. Ja? Und ich könnte dir das auch erklären, warum diese Obertonreihe interessant ist. Aber meistens wird die einfach aufgeführt und dann irgendwas von Schwingungsverhältnissen und Oktave erzählt, ohne dass erstmal, was soll ich jetzt damit machen? Und dann stehen die Leute da, ich habe es nicht verstanden und weiß nichts damit anzufangen. Und deshalb versuche ich das immer so simpel wie möglich und natürlich auch immer so praktisch wie möglich und mit Hören. Und hier, guck, jetzt hörst du das, der Akkord und so. Und deshalb freue ich mich, dass du gesagt hast, dass du gesagt hast, du spielst ja schon so lange und dass das jetzt jemand so erklärt hat, hat dir geholfen. Mach die Hausaufgaben, schick mir die ruhig gerne, ich kontrolliere die gerne. Wenn zwischendurch jetzt noch Fragen auftauchen, wie wenn du das jetzt nochmal durchgehst, aber warte mal, jetzt habe ich... Schreib mir ruhig, ist überhaupt kein Problem. Dann, ich verabschiede mich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Hey Leute, vielen Dank, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt. Alle Noten, alle Tabs zu allen Übungen, die gibt es auf meiner Patreon-Seite. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Like da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr auch schreiben, warum und wieso und was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.